Scotty. Scotty hat sich weggebeamt. Scotty macht wahrscheinlich Pause. So, Weiterbildung. Ich glaube wahrscheinlich, dass der Scotty hatte, glaube ich, noch keine Beförderung, ne? Nope. Wir machen weiterhin Behandlung 1, bis wir da eventuell alle durch haben. Facharzt, Stationsschwester. Bei ihr. So. Ja, das ist super gelaufen. Nicht. Und zwar jetzt die nötigen dran. Aber wir brauchen es nicht mehr. Oder beziehungsweise wir hätten es früher gebraucht. Ja, ich hätte die wahrscheinlich in der Warteschlange. Nee, gegen das Reparieren hätte auch Warteschlange umstellen nichts gebracht. Schade. Jetzt würde ich mal kurz schauen, was macht denn Scotty? Wo ist denn der aktuell? Scotty. Der macht. Ist gerade mit der Pause, glaube ich, fertig. Läuft wieder zurück. So, Wanderfalk ist Stationspfleger. Ja, das war das. Ich setze viel in den Scotty. Er entwickelt sich hier zu einem schlauen Typen. Er hat schon 7 Menschen geheilt, die mit den schrecklichen DNS-Flumpen. So, ich nehme dir den Weg mal. Was? Ungültiges Verschieben? So, fang mal hier an, bitte. Mit dem. Okay, da wissen wir noch überhaupt nicht, was der hat. Und das ist auch gerade erst bei 31%. So, und jetzt haben wir eine Diagnosesicherheit von 65. Das ist wahrscheinlich noch zu wenig. Ja. So, wer kommt als nächster zu dir rein? Kommt überhaupt jemand? Looks like Holistics have a new product on the market. Ja, das ist ein Clown. Chefarzt, wow, das ist jetzt schon viel. Holistics usual customers, also known as the less sense than money brigade. So, Weiterbildung. Behandlung, ein paar haben wir noch über. Ein Facharzt und ein Stationspfleger. Wie ist denn die Forschung? Forschung kommt langsam voran. Dann müssen wir aber einmal das DNS-Ding natürlich aufrüsten. Und Quentin Münch könnte jetzt leistender Hausmeister werden. Da haben wir die Zeit für. Oh, jetzt gibt es wieder Erdbeben. Diagnose pro Zeit 100%. Jetzt geht er zur Arztpraxis. Nein, er geht zur Behandlung. Ich übernehme jetzt hier selber die Arztaufgaben. So. Das Ding muss wahrscheinlich bald wieder repariert werden. Auf dem Flur ist jede Menge Spaß unterwegs. So, das war Flumpenheilung, die fehlgeschlagen ist.
Wer langweilt, stirbt. Ja, sterb ist langweilig, quasi. Was sind diese Geräusche? Ja, wir tolerieren hier nichts. Ja, ich bilde doch die ganze Zeit aus. Was willst du denn? Da brauchen wir noch 2,25. Ich hoffe mal, das wäre doch ja am schlimmsten, wenn Hausmeister dann Upgrade-Stufe 2 für bräuchte. Dann würde ich lachen. Ah, der Gen Master muss repariert werden. Ja, wird gerade schon dran gefummelt. Da haben wir wieder Beförderung bei einer Fachärztin. Ja, der ärgert sich auch schon. Guck mal, wir haben nur noch 9 in der Warteschlange. Wahrscheinlich ist einer gestorben zwischendurch. Guck mal, bei dir bist du zur Diagnose oder zum Heilen hier? Du hast nämlich. Okay, Diagnose noch. Ist das danach sicher? Dann würde ich dich nämlich wieder direkt zur Behandlung schicken und auch nach vorne in die Warteschlange setzen. Zur Behandlung. Ich weiß nämlich, was du hast. So, nicht jetzt weiterbilden. Foxbridge kommt vorbei. Kann ich ja eh nicht ablehnen. Und Stufe, nein, das machen wir auch nicht. So, hier wird noch eine Diagnose, die kann ich dann wieder abnehmen, denn ich weiß es. Denn nur so blau, blau, blau ist die denn im Krankheit. Draußen ist wieder viel los. So, das ist der eben von ersten, wo ich den neuen Besuch übersprungen habe. Und die andere könnte in der Zeit sterben. Da ist jemand sehr unzufrieden. Das schaue ich mir direkt an, sobald das hier vorbei ist. Fehlgeschlagen. Wie schön. Jemand ist unzufrieden. Oh. Schon wieder mal er hier. Der andere war, glaube ich, der Kirk Fast. Ja, das war der Kirk. Möchte Weiterbildung, muss aufs Klo. Notfall DNS. Nein, das werden wir nicht schaffen. Weil wir haben jetzt schon Warteschlange bis zum, was weiß ich wann. So, jetzt habe ich das Krankenhaus, glaube ich, gerade wieder verdreht und weiß nicht mehr, wo was ist. Doch, das ist noch richtig. Weiterbildung. Und zwar hätten wir noch 3, die das könnten. Krankenpfleger und Ärztin. So, Upgrade ist abgeschlossen. Ja, das tut uns leid, dass hier überall Dreck auf dem Boden liegt, den ihr wegschmeißt. So, wahrscheinlich dauert das Upgrade des Helixiers jetzt erstmal wieder 25 Jahre. Aber ich glaube, dass wir halt auf dem richtigen Weg uns befinden. Hier ist jetzt ruhiger geworden, eventuell weil unser Ruf soweit. Nee, der Ruf ist großartig. Der Ruf basiert auf den Resultaten von Patientenbesuchen.
der Zufriedenheit der Person im Krankenhaus, den Preisen sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Sorgt für mehr Patienten und Stellenbewerbung. Ich habe halt gedacht, ja, okay, doch, hier sind immer noch 8 in der Warteschlange. Das sah insgesamt etwas ruhiger aus, als ich es in Erinnerung hatte. So, hier wird natürlich nichts mehr geforscht. Wir forschen an dem Ding. Ja, Dr. To Research. So, Herr Großlich. Erklären Sie uns doch mal, was Sie da genau machen. Aha, draufklopfen. Und noch mehr draufklopfen. Oh, dann nehmen wir einen anderen. Nimm Mautschlüssel 8. Das erinnert mich an... wie hieß es? Das mit dem Kometen mit Bruce Willis. Der Tag des jüngsten Gerichts, englischen Namen vergessen, wo die halt fliegen ja los und fliegen, machen dann einen Zwischenstopp mit der russischen Raumfähre auf der Meer, um dort flüssigen Wasserstoff zu tanken. Wobei uns nie gesagt wurde, wie es erstmal da hochkam und warum auf der Meer so viel Wasserstoff ist. Ja, und der russische Kosmonaut, der hat halt da auch Fehlfunktionen dadurch behoben, dass er auf den Apparaturen rumgeschlagen hat. Ja, der trommelt auch schon drauf rum. Aber das Ding ist bald aufgewertet. Und ich hoffe, dass das eine Auswirkung hat. Oh, ich habe 14 Krankenpfleger hochgebildet. Dass hier die Behandlungen erfolgreicher werden. Weil die Maschine dann besser ist. So, wir hatten wieder ein paar Fortbildungen abgeschlossen. Weiterbildung. Behandlung 1 haben wir jetzt weit genug durch. So, eine Stationsschwester, eine Fachärztin. So, das Ding ist jetzt besser. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, was du machst. Da wird noch eine Diagnose benötigt. Das könnten DNS-Flumpen sein. Nein, wir haben schon unsere eigene Warteschlange. So. Wir wissen jetzt zur Behandlung schicken. Schocktherapie. 100% musst du nicht mehr zum Arzt. So, der nächste bitte. Der nächste bitte. Der nächste bitte. Hier, du bist doch auf 1. Was machst du? Nicht zu tun. Nein. Warum wird das Ding jetzt repariert? Das war doch fast noch auf 100. Ja, dolle. Wenn jetzt deswegen die Kate Pullover stirbt. Weil das ist schon kritisch. Und die ist noch zur Diagnose da. Das heißt, ich müsste sie nach der Diagnose... Müsste ich sie zur Behandlung schicken und dann auf Stufe 1 nach vorne. Bad news for the hospital who received a visit from Minister for Health Tarquin Foxbridge this morning. Oh, nicht so gut. Probably outlawed sneezing and created a new tax on elbows. Ja. Remember, folks, die war nicht zufrieden. We've got to vote these people out. Diagnose sich, ich bin mir sicher genug. Los
Und jetzt geht der Arzt in Pause. Ich kack ab. Okay. Muss dringend aufs Klo. Achso, Durstig muss aufs Klo. Muss dringend aufs Klo. Kann ich sagen, zurück an die Arbeit. Nach dem Klo. Wenn er dann noch trinken gehen will, sage ich zurück an die Arbeit. Ja, und vielleicht, ja, der braucht aber noch eine Beförderung, um Behandlung 2 zu bekommen. Das ist das große Problem. Seit seinen Namen kann ich mich bei den letzten Beförderungen nicht erinnern. Nein, den Heizkörper verkaufen wir nicht. Wir bilden Leute fort. Oh, ich schaue nochmal sicherheitshalber, aber ich kann mich an den Scotty-Gurken nicht erinnern. Nein. So, wir schicken einen Stehen und den, die sind schon richtig weit oben. Zwar Facharzt und Stations... Ja, Pfleger. So. Was machst du jetzt? Weiterbildung benötigt. Kirk Fast, nicht jetzt. So, das ist die Kay Pullover. Arzt, mach was. Personalkompetenz ist immer noch 40, ne? Upgrades erhöht. Okay, geschätzte Heilungschance ist jetzt 59 statt vorher 50, glaube ich. Stirbt. Gut. Das ist ja schade. Ja, man kann halt nicht alles haben, ne? Was mich halt so ein bisschen wundert, ist, dass wir noch gar nicht alles gebraucht haben. Wir hatten keine Psychiatrie heute nötig. Ja, Marketing habe ich nicht gemacht. Töpferei, Farbtherapie, Chirurgie. Alles nicht gebraucht. Und dann hier ganz in der Ecke ist das einsame Restaurant. Ja, Erdbeben. Guck mal, jetzt sind auf einmal hier alle von davor weggelaufen, glaube ich. Ne, noch 7. Wo sind die alle hin? Die schicke ich zur Behandlung, das ist nämlich die Zirkustherapie. Ja, du bist auch schon fast tot. Ah, Behandlung im Gange, nicht Diagnose, Behandlung. Was hat er denn? Flumpen hat er. Yay! 8 von 10. In der Entwesungsanlage werden die Tiere weggeschossen. Er wird wahrscheinlich auch schon wieder wegschmeißen. Weiß halt überhaupt nicht, was der haben könnte. Das, ...70%. Ja, ich spiele jetzt hier halt so ein bisschen Gott zwischendurch. Ja, befördern machen wir. Ja, die Bins werden voll. So. Woran liegt es jetzt? Arzt ist da. Kommt wieder der Hausmeister eventuell? Nee. Er geht hier auf Position. Oh, erste Beförderung. Ich sage es.
Ja, DNS-Labor. Langsam denke ich vielleicht wirklich, dass wir eine Kopie brauchen. Oh, das wird noch hier drüben hinpassen. Wir hatten doch einen zweiten mit DNS-Erfahrung, der Grosslech. Weißt du, dass er, ja, arbeitet da. Das hat er verstanden. Ja, wahrscheinlich muss das Ding wieder repariert werden, gerade dann. Warteschlange gibt es aktuell nicht, das ist okay. Die treffen jetzt ein. So, Weiterbildung. Nein, nicht Learning Session, Weiterbildung. Und zwar in Behandlung 2 ein Stationspfleger, ein Chefarzt. So, das ist nochmal. Ach ja, den hatte ich eben wieder schneller vorgeschickt, obwohl er nicht mehr so viel hatte. Stirbt, schade. Das zweite Labor, da kommen die Leute an. Ey, wir haben einen geheilt. Wir brauchen nur noch einen. Und ich glaube, hier draußen brauchen wir nochmal eine. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall eine Heizung. Hier noch so einen kleinen Heizkörper in die Ecke. Ach ja, den zweiten, den A-Tür, DNS-Ding, die müsste ich natürlich auch erstmal verbessern. So, bist du hier zur Diagnose? Ja. Und auch schon fast tot. Ja, und deswegen, ich habe mich lange dagegen gesträubt, habe ich halt gesagt, okay, ich muss einen zweiten bauen. Ja, ich weiß, was ich habe, was du hast. So, ganz nach vorne. Jetzt kommt aber erstmal sie. Sie, die eine Diagnose noch braucht. Ja, das war mein Problem. Die Diagnosen braucht mit so viel sollten so lange, dass die danach folgende Behandlung ja nicht erfolgreich ist. So, bei dir weiß ich auch immerhin zu 73%, was du hast. Jetzt macht er Pause. Ja, okay. Ja, ja, ja. Na gut. Ich habe dem vorhin schon einmal von der Toilette, als er danach Pause machen wollte, einfach weggeschickt. Auf die Dauer geht das halt nicht gut. Ach ja, Auszeichnung kommt mal wieder. Wird verboten wieder dieselben Sachen. Ja. Oh, wir haben bisher erst einen Mitarbeiter, während dem Mitarbeiter Wunsch dem neuesten. Habe ich den Satz jetzt zu Ende geführt? Ich habe seit der Mitarbeiter Wunsch besteht, 3 Mitarbeiter zu befördern, nur einen befördert. Obwohl ich da die ganze Zeit immer. Ja, okay, sie sind. Ich spiele mittlerweile dieses Krankenhaus so lange, dass die irgendwann schon alle oben sein werden.
So, eine Stationsschwester, ein Arzt. Moment, das nimmt hier gerade ein bisschen Überhand. Nee, dich nicht. Aber dich. So, fangen wir mal hier an. Ja. Okay. Wirst du danach den Geist, ja, so jagt einen Geist. So, einmal einsaugen bitte. So, jetzt bitte den. Und jetzt bitte den. Danke. So, der Arzt ist immer noch in Pause. In der Schocktherapie, da brauche ich noch zwei wieder, ne? Das könnte kritisch werden. Wie sieht das aus mit dir? Ja, wir brauchen noch einen. Wahrscheinlich wird das Ding jetzt wieder repariert. Oder der Arzt gemacht Pause. Oh, guck mal, das. Wie schnell geht das jetzt? Musste er das Zimmer verlassen, um als geheilt zu gelten? Und natürlich erstmal unter der Voraussetzung, dass das auch erfolgreich wäre. Weil der lässt den Kopf ein bisschen hängen. Und verlass. Ja, gut. 4 von. Haben wir. So, wo ist denn der Scotty? Immer noch in Pause. Mein lieber Arzt. Gut. Haben wir uns wohl gerade verpasst. So, du bist hier zur Heilung. Geschätzte Heilungschance 89%. Aber Gesundheit schon kritisch. Aber es sollte dann. Schauen wir mal, ob das klappt. Das sieht gut aus. Die Haut ist weg. Yay! Yeah. Ah. Glückwunsch! Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern bewertet. Ehrlich gesagt hatten wir nicht erwartet, dass an ihrem aktuellen Standort überhaupt irgendwas überleben könnte. Könnte. Dass sie also nicht nur überlebt haben, sondern auch noch anderen Leuten beim Überleben helfen, ist quasi ein Sahnehäubchen auf dem Krankenhauskuchen. Spielen Sie für weitere Belohnungen weiterhin mit dem Feuer oder ziehen Sie sich in weniger gefährliche Filde zurück und erweitern Sie Ihre Organisation. Techwin Foxbridge Gesundheitsminister, wir haben freigeschaltet. Giftmüllbehälter und Duckworth Appenbilk. Würde ich doch mal sagen, Karte öffnen. Now to Duckworth upon Bilge, where recent financial struggles have hit public services particularly hard. So if you're planning to get sick or undergo any operations, I suggest you do that somewhere else. It'll take a resourceful mind and a confident hand to sort out this mess. Any volunteers? Okay, klang so ab, als ob es dort hauptsächlich um finanzielle Probleme gehen wird. Unterstütze den Two-Point-Gesundheitsdienst mit einem öffentlichen Krankenhaus. Das machen wir allerdings nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten.
Falls ihr es in einem Meltdown bis zum Ende durchgehalten habt, dann danke ich euch für eure Ausdauer und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.